Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Pistenhaus und ja, wie ihr jetzt eventuell schon denkt, hä, was ist das denn hier? Für die habe ich jetzt eine kleine Antwort und zwar, das ist ein kleines Programm, nennt sich MC Edit und wir haben ja im Stream versucht, eine Verbindung zu machen von der Sortiermaschine bis nach, wo müssen wir hin? Lasst mich kurz gucken, wo ich bin. Von der Sortiermaschine bis... wo sind wir hier? Hier ist der Eingang, genau. Sortiermaschine bis... Falsche Richtung. Hier unten hin. Also vom Aufzug bis zur Sortiermaschine eine kleine Verbindung, dass die Items dahin transportiert werden. Und das hier ist MC Edit. Das ist ein Programm von Sethbling, Link ist in der Beschreibung. Womit man einerseits analysieren kann, aber auch bauen kann. Und ja, ich wollte dieses Programm nutzen, da wir beim Bauen festgestellt haben, dass wir haben, glaube ich, hier so circa, hier, die diese Maschine versucht zu bauen. Und als wir dann hochgegangen sind, haben wir auf einmal gemerkt, ups, wir sind ja auf einmal in einer Redstone-Schaltung. Vielleicht sollten wir das mal lieber woanders machen. Hier ist übrigens die Eisengolem-Farm direkt da drüber. Interessant mal zu wissen, wie das alles hier so tickt. Guck mal, dieser Eisengolem-Farm ist direkt über dem Stall. Interessant. Und ja, wir werden jetzt quasi eine kleine Position suchen, mit der wir uns dann hochbauen können. Ich hatte überlegt, eventuell hier an der Ecke was zu machen, wo wir uns dann die Koordinaten notieren können. Deswegen würde ich vorschlagen, wir schauen jetzt einfach mal. Wir müssen auf jeden Fall im geraden Strich zu diesem hier sein. So, deswegen machen wir hier einfach mal so eine Markierung in diese Richtung. So. Dass wir quasi auf dieser Linie es schaffen, eine Leitung hinzubauen. Und ich denke, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es müsste möglich sein, von hier aus eine Schaltung runterzubauen. Also so eine kleine Verbindung. Und deswegen mache ich hier mal eben so einen kleinen Tunnel. Dieser geht jetzt von oben bis nach ganz unten eben zu dieser Stelle, woran wir dann feststellen können, ob da was ist oder nicht. Und jetzt muss ich das Ganze Delete Blocks. So. Und jetzt sind hier quasi alle Blöcke zerstört und wir sehen, hier ist nichts irgendwie demoliert. Das heißt, wir könnten hier den Weg verwenden, dass das nach oben transportiert wird, die einzelnen Items. Und könnten dann von da aus geradeaus durch, sage ich mal, schießen. Und das passt sogar hier perfekt mit der Kuhfarm. Also da können wir zum Glück keine Probleme bekommen. Und dann suchen wir uns einfach gleich auf der Map diesen Punkt. Das ist übrigens auf der privaten Pistenhaus-Map, also die gedownloadete. Und dann können wir das finden. Aber eine Sache, die nochmal nötig ist, und zwar markiere ich jetzt von hier oben, machen wir mal hier, bis ganz hier hinten das Pistenhaus. So hoch vielleicht nicht, aber in die Tiefe müssen wir gehen. Und ich habe eine kleine Idee, weil wir haben mal im Livestream das Pistenhaus in die Luft gesprengt, haben dies aber nie in einer Episode gemacht. Und deswegen dachte ich mir, komm, bist du mal so nett und gönnst den Zuschauern auch mal etwas. So. Upp. Nein, ich will das jetzt hier pasten. Warte. Fill and replace. Wir wollen jetzt Redstone. Wollen wir auf jeden Fall Redstone Torch on. Dann wollen wir noch Redstone Torch off. So. Diese ganzen Sachen, die in diesem Bereich sind, das heißt im gesamten Pistenhaus, werden jetzt alle Redstone-Schaltungen werden zu ODR wollen wir aber nicht hier entfernen. Redstone-Wire, das soll auch weg. R soll eben nicht sein. Replace. Ah, oh, das muss ich gleich alles mal einstellen. Wir wollen auf jeden Fall TNT. So. Er wird with R geplayed. Ah, okay, das kann ich auswählen. Ah, jetzt verstehe ich das. So, was brauchen wir denn alles? Ich gehe jetzt einfach mal alles durch. Also, wir brauchen auf jeden Fall Lava. Kann ich mehrere Sachen gleichzeitig? Nö, kann ich nicht.
Aber wir müssen gleich alles unbedingt dran denken, dass alles, was irgendwas entzünden kann, dass das deaktiviert ist. Das heißt zum Beispiel Redstone muss deaktiviert sein. Irgendwas, was aktivieren kann. Da gucke ich, dass ich das alles jetzt erstmal entferne. Ich denke, wir kommen. Lass mal hier die Leute mitschauen, wie das hier so abläuft. So, dann müssen wir auf jeden Fall Schalter, weil Schalter in an sind. So, Wooden Pleasure Plate. Ja, das muss auch weg. Dann muss Redstone Torch off weg. Wir machen hier schon mal das hier. Replace. So, der sucht jetzt nach Blöcken, die Redstone Wire sind. Und die werden jetzt mit TNT ersetzt. Dann... Oh Gottes Willen, dauert das lange. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal neu machen, oder was? Fill and replace. Redstone Torch on. Das replacen wir with TNT. Ich mache jetzt hier einfach mal Englisch. Replace. Ich mache nicht viel. Nur halt so wenige Sachen, die wir eben hier so finden. So, Fill and Replace. Redstone Torch off, weil ich nehme an, dass irgendwo eine Redstone Torch sein wird, die jetzt aus war, weil Strom dran war, und deswegen bringen wir da jetzt wieder TNT dran. Ich hoffe, das Programm wird nicht abstürzen, weil ich ja jetzt relativ viel da verändere. Es lädt schon. Das ist kein gutes Zeichen. So. Wenn ihr das übrigens nicht sehen wollt, wie ich das jetzt hier alles gerade mache, und ein bisschen schneller sehen wollt, guckt einfach im Video, wo ich damit anfange. Aber wenn es euch interessiert, was ich denn jetzt hier alles noch so verändere, dann könnt ihr gerne weiterschauen. So. Sonst ist hier, glaube ich, nichts, was wir großartig verändern müssen. Außer halt dann gleich noch den Lever. So, Lever Switch. Den wollen wir auf jeden Fall replacen. So. Und danach speichern wir das Ganze. Und dann sehen wir uns gleich auf der Map wieder. Bin ich gespannt, ob irgendwas kaputt ist oder nicht. Ich sage ja. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf der privaten Welt. Bis gleich. So, und dann sind wir auch schon im Hauptmenü bzw. auf der Welt. Mythos hat den Download um 5.43 Uhr am Morgen gemacht. Okay, wenn er nichts zu tun hat, dann ist alles klar. Ich hoffe, hier wird jetzt nicht alles in die Luft fliegen. Und wie übrigens, hier kann man nicht. Game Mode 1 geht nicht. Wie das geht, hier Cheats erlauben, fertig. Und dann kann man wieder Game Mode 1 und dann funktioniert das auch. Ich höre eine Explosion. Ich habe eine Explosion gehört. Irgendwas ist schief gelaufen. Aber naja, was soll man machen? Vermutlich ist das ganze Pistenhaus jetzt nur noch irgendeine Zeitbombe. Auf jeden Fall, da sieht es schon relativ kaputt aus, muss ich sagen. Okay. Okay, hoffentlich ist der Aufzug nicht kaputt gegangen. Es sieht aber ganz aus, als ob der Aufzug kaputt gegangen ist. So. Das ist aber hier eher das Wichtige, was wir brauchen. Das ist dieses Loch hier. Wir müssen das unbedingt nochmal machen, später. Und zwar suchen wir, ups, hier die Koordinaten. 205, dann 40 und 235. So, ein ganz kurzer Cut. Das ist quasi die Position, die wir jetzt im Pistenhaus suchen werden mit diesen Koordinaten. Die habe ich mir jetzt einfach mal zwischengespeichert. Und hier ist anders Redstone. Was TNT. Und das geht quasi dann hier lang. Und in dieser Richtung wird das dann fließen. Ich glaube, hier ist, glaube ich, kein Eis mehr vorhanden. Das ist jetzt alles geschmolzen, in die Luft gesprengt worden. Und ja, wir gehen dann auf die Map und schauen, wie wir das machen. Dürfte eigentlich kein Problem sein, das ist dann hier. Und dann haben wir auf jeden Fall eine schöne Verbindung von da nach da. Und gibt es hier irgendwie... Leute, die Sortiermaschine. Ist das nicht ein nettes Plätzchen? Ups. Dann muss sowieso noch ein Block-Update kommen, ne?
Das genügt schon, wenn wir so machen, oder? Ne, so. Oh, das war ein Block-Update. Und tschüss. Oh Gott, die ganzen Items. Oh, kein Kabel mehr. Kabelproblem gelöst, Leute. So, gibt es denn sonst noch irgendwo hier was TNT, was so übrig geblieben ist? What the fuck, was ist... Achso, da ist das Wohnzimmer, ne? Boah, wie man hier teilweise Sachen... What the fuck? Bestimmt ein Lever gewesen, der da war. Oh, die Schafe haben aber einigermaßen überlegt. Aber interessant, wie alles einfach hier mit Redstone verbunden ist, ne? Oh, Weihnachtsbaum hat ein bisschen überlebt. Hier ist noch was TNT. Hier unsere wunderbare Maschine, der Lieferwort ersetzt. Dann müsste ja eigentlich auch das Redstone da drunter. Ja. Da war ja auch was Redstone. Gut, dann sehen wir uns auf jeden Fall auf der normalen Pistenhaus-Map wieder. Bis gleich. So. Dann schauen wir jetzt mal, wo denn dieser kleine Ort ist. So, wir sind hier. Ist in dem Moment gerade wieder die Melonenfarm angegangen. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Und dann gehen wir unten mal eben zum Aufzug und schauen mal da eben, was da so abgeht. Wie wir da unsere Maschine bauen können. Wir hatten ja im Livestream schon angefangen, damit zu bauen. Das ging ja natürlich schief, weil wir zwischen der Kuhfarm und dem Chanting Table rauskamen und dann dachte ich mir, nee, komm, wir müssen das vernünftig machen und dann habe ich gesagt, weil ich noch Anime geschaut habe, also Anime schauen wollte, habe ich gesagt, komm, das mache ich dann in der Episode. Und ja, das kam dann letztlich so dazu. So, dann müssen wir jetzt mal gucken. So, in 235, so, dass wir in diese Richtung, also genau hier. Und dann 205. So. Ah, nervt mich, Zombie. So. Dann, das wäre genau hier. Hier werden wir das bauen. Ich markiere es mal mit einer Fackel. Welche Spitzhacke ist das? Ah, okay, das ist die Spitzhacke. Wir hatten auch eine Spitzhacke gemacht. Zum Abbauen. Hat ein bisschen am Zen-Garten gearbeitet. Wer übrigens nicht weiß, was ein Zen-Garten ist, ist ein spiritueller Ort, sag ich mal, der relativ schön aussieht. Und ja, deswegen wollte ich schon mal gesagt haben, was ist, weil sich doch einige gefragt haben, hey, was ist eigentlich ein Zen-Garten? So. Ich werde auch eventuell von oben dann runterbauen. Das heißt, gegen den Strich arbeiten. Höher hat der Strich gesagt. Und ich habe überlegt, ob ich sogar ein neues System einbaue, da dieses System, wie soll ich sagen, es ist nicht hundertprozentig vertrauenswürdig. Also man kann dem System nicht hundertprozentig vertrauen. Deswegen hatte ich vor, das ein wenig anders zu machen. Und zwar komplett mit Trichtern. Wollte aber vorher hier das dann so verändern. Was ist das? Das ist, glaube ich, der Knopf, um einmal die Maschine laufen zu lassen. Hier hatte ich vor, eben diese Kisten reinzubauen, wo man dann eben nach hinten die Items schicken kann. Und das platziere ich dann jetzt hier. Und das kommt hier weg und wird dann da dran gemacht. Das heißt, das hier ist so, was man sieht. Hier drunter kommen die Trichter. Und das ist dann quasi die Ecke. Das sind dann einfach nur irgendwelche Kisten. Ich kann ja mal eben... Habe ich die Kisten zurückgebaut? Okay, dann mache ich mal eben ein paar neue. Wir haben ja sehr viel Stuff hier. So, hier und hier, so, und das kommt dann hier hin, da kommen dann darunter die Trichter lassen die Items hier hinlaufen und bringen die quasi in einen kleinen Aufzug. Den Aufzug werde ich aber eventuell neu bauen, ich werde ein neues System entwickeln aus Dispendern, da wollte ich mal ein bisschen was mit überprüfen. Was ich aber vorher überprüfen wollte, was das angeht, ist, ob Dispender, also Werfer und so, ob man die da, die Items weiter schicken kann. Weil da gibt's, bei einem kann man die Items weiter schicken und bei dem anderen nicht. Wenn ich zum Beispiel hier einen Redstone reinlege und ich mache das, dann landet das hier drin. Okay, das ist das Richtige. Und über dieses System wollte ich mal die Items transportieren lassen, um zu gucken, ob das denn auch wirklich gut funktioniert. Das heißt, ich werde es so machen, dass wir hier
quasi eine kleine Brücke haben, die, eine Brücke, was heißt Brücke, so eine kleine Stapelung, ich sollte das vielleicht auch schon in die Mitte setzen, so wie es eigentlich geplant ist. Hier kommen die Items rein und das geht dann komplett nach oben. Ich muss gerade mal gucken, das muss diese Höhe sein, genau. Und das wird dann immer weiter nach oben geschickt und ich mache halt so eine kleine Konstruktion, die dafür sorgt, dass das auch dann geschieht. Dass hier quasi alle Items gut ankommen. So, da wir dann in diese Richtung müssen, können wir von dieser Seite aus komplett nach oben bauen, so viel ich weiß. Und wir können ja immer drei Werfer gleichzeitig powern, indem wir hier einen Komparator dran setzen. Und dann kommt hier der nächste Komparator. Dann bauen wir immer drei Dispender gleichzeitig. Und wir machen dann eine kleine Glock, die eben hier komplett immer weiter nach oben geht und immer wieder neu und immer wieder neu. Und somit können wir dann da die Items nach oben transportieren. Ist, glaube ich, zuverlässiger als der Aufzug. Werdet ihr eventuell sogar dann später komplett auf dieses System umlenken. Und ja, dafür mache ich jetzt schon mal die ersten Vorbereitungen. Wo ich als Thema nochmal drauf kommen wollte, war wegen dem Livestream und das Ende. Der Livestream ging nicht wirklich lange, weil ich in der Zeit, mittlerweile haben wir es zu Ende geguckt, einen Anime geschaut habe. Das war Fullmetal Alchemist und ich muss sagen, der Anime hat mir sehr gefallen. Man kann nicht sagen, dass der... Ich will nicht spoilern, für alle, die sich selber den Anime mal ranziehen wollen. Ist auf jeden Fall eine ziemlich nette Geschichte. Geht um Alchemie. Alchemie ist quasi, dass man aus einer Sache immer Neues herstellen kann, weil Atome und so und Physik etc. Also alle, die sich in Chemie ein bisschen auskennen, wissen, dass Atome, Elektronen und so letztlich Zusammenstellungen sind und das bestimmt halt, was für ein Stoff was ist. Und eben darum geht es bei der Serie, dass Menschen dies verändern können und somit auch neue Gegenstände etc. herstellen können. Und was eben eine Frage war, die, das sind zwei Brüder, die haben ihre Mutter verloren und wollten diese Mutter dann zurückbekommen und wollten dann eben Alchemie einsetzen, also aus Überbleibsel wieder das echte Originalzeug bekommen. Bestes Beispiel, ein Radio geht kaputt und durch Alchemie kann man die Teile wieder zusammensetzen. So, und die möchten halt die tote Mutter wieder zusammensetzen. Und dabei geht halt so einiges schief, weil es ist halt die Regel des äquivalenten Tausches. Also man muss, wenn man etwas haben will, muss man was hergeben. Zum Beispiel eben, falls ich ein Radio haben möchte, brauche ich dafür die Teile. Die muss ich dafür hergeben. So, und die wollten halt die Mutter wieder zurückbringen und haben alle nötigen Ressourcen zusammengesetzt, aus der ein Mensch aufgebaut ist. So, aber da fehlt was. Und da wird immer diskutiert, ob das ein Mensch hat und ein Tier nicht. Und das fehlt dann eben und deswegen geht diese Transformation, so heißt das, schief. Und der Bruder verliert seinen Arm. Und der andere Bruder verschwindet komplett. Wird dann aber an eine Rüstung gebunden. Also so nennt man das, wenn die da Hokus Pokus machen. Nicht unbedingt, wenn die da etwas an etwas dran machen, dass der Bruder quasi da drin weiterleben kann an eine Rüstung. Und deswegen ist der eine Bruder jetzt einfach mal ein Rüstungsteil. Auch ein bisschen crazy, aber okay, wenn die meinen. Und ja, die sind jetzt dann, suchen dann den Stein der Weisen. Das ist halt wohl so ein Teil, was dafür sorgt, dass man ohne etwas herzugeben alles erschaffen kann. Und somit wollen die halt ihre Körperteile wieder herbekommen. Und das ist halt teilweise richtig ekelhaft, was da abgeht, weil es geht halt um so misslungene Versuche, Menschen herzustellen. Und dann gibt es halt so manche Leute, die kommen nicht
drauf klar, dass irgendwer verstorben ist und dann wollen die das unbedingt herstellen und dann sehen sie das Endergebnis, was daraus geworden ist und das ist halt nicht unbedingt was Positives. Und ja, ist auf jeden Fall ein guter Anime, sind sehr viele WTF-Momente und ist, finde ich, ein bisschen verständlich. Man kann es verstehen, wenn man so ein bisschen Zusammenhänge hinbekommt. Ich habe es mit Exxon zu zweit geschaut, eventuell bringt es sogar was, zu zweit zu schauen. Weil man sich dann gegenseitig ergänzen kann. Und ja, wir gucken gerade, was wir als nächstes uns reinziehen. Wir sind auf so einem Anime-Streak gerade. Und ja, wenn ihr also selbst auch noch Animes habt, könnt ihr die auch mal gerne sagen. Vielleicht schauen wir uns die mal an. Und mich würde es mal interessieren, welche Animes ihr schon geschaut habt. Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich wollte wissen, wie ihr eigentlich die Idee mit dem TNT fandet, dass wir das unbedingt nochmal machen. Wir hatten ja das schon mal im Livestream gemacht und da meinten die Leute, jo, lad das mal auf YouTube hoch. Es gab ein Bild, was wir gepostet haben, auf Twitter. Und ja, dieses Bild, ich weiß gar nicht, wo das ist. Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich das mal irgendwann wieder. Ist eigentlich ein Bild, wo ihr einfach nur seht, wie TNT durch die Gegend fliegt und ist eigentlich ganz lustig. So, hier können wir eigentlich komplette Verbindung durchmachen, ne? Hier, wir machen dann immer ein Dings vorher. So, und jetzt machen wir es mal. Ich zeige euch mal, wie das jetzt funktionieren soll. Wir haben hier einen quasi Gang, der nach oben geht, mit den ganzen Dispendern etc. Und hier ist dann eben noch der letzte. Und hier kommt das dann eben raus. Irgendwann mal. Und da läuft dann eine Glock durch. Keine Sorge, nicht die ganze Zeit. Hier stopfen wir mal verrottetes Fleisch rein. Und hier eben das Redstone. Und da fehlt irgendwas. Ja, hier fehlt ein Repeater. Den sollte ich vielleicht auch mal anbringen. So. Und jetzt dürfte eigentlich so langsam... Langsam dürfte das Item irgendwann mal oben ankommen. Es dürfte nicht mehr hier unten drin sein. Genau, es ist schon weit nach oben gewandert. Und so geht das dann immer weiter hoch. So. Komm schon. Ich warte auf dich. Das läuft dann halt die ganze Zeit durch und mit mehreren Items. Deswegen dürfte das eigentlich funktionieren. Warum funktioniert das nicht? Da! Immer muss irgendwas schief laufen. Hä? Wo blieb das denn stecken? Hä? Wo ist das Fly? Ah, lol. Bin ich denn eigentlich völlig idiotisch? Ja. Hier. Der hat ja gar keinen Strom. Hier muss... der Repeater dran. Gut, dass ich das jetzt mache, nicht, dass ich irgendwann mal da vorsitze und dann so denke, jo, was ist denn hier an falsch? Ich habe doch alles richtig gemacht. So. Damit bin ich einfach nur ein Noob. So. Aber kein Redstone-Noob, denn ich bin Redstone-Gott. So, dann muss hier noch der Repeater dran. So, und dann dürfte das dann auch irgendwann mal hier oben rauskommen. Wenn wir das dann so machen, dann so. Und dann stopfe ich das einfach mal hier dran. So. Dann machen wir... Das muss hier oben dran schließen. Also so. So. Und das dann hier hin. Und das kommt dann letztlich irgendwann immer da raus. Ich muss unbedingt auf meine Rüstung aufpassen. So. Das geht dann immer weiter durch. Na komm. Was hat das denn jetzt schon wieder? Oder ist das Fleisch rausgefallen auf die vorherige Plattform da? Wo hängt es denn jetzt fest? Hier. Das dürfte hier nicht drinne hängen eigentlich. Wieso hängt das jetzt hier drin? Das müsste doch eigentlich da durchgepowert werden, oder?
mach mal eben einen Versuch. Geht das nur bis zu einer bestimmten Höhe? Was ist das? Oder habe ich hier irgendwie, dass das so eine komplette Durchleitung ist und das gerade irgendwie so ein bisschen am Backen ist? Lass mal ein bisschen wieder. Bisschen Platz. So. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Ich mache das mal aus. Aber das wundert mich jetzt schon irgendwie sehr, ne? Ne, jetzt ist es durchgegangen. Ich glaube, ich habe einfach nicht genug Zeit. Ah, ich hab's sogar in der Hand jetzt. Mir wurde es zugeworfen. Gut. Auf jeden Fall wird so das System ablaufen. Wir werden dann da in Zukunft dran weiterbauen. Eventuell sogar im Livestream nochmal, wenn der nächste Livestream kommt. Der nächste Livestream ist wieder Technical Infinity. Ja. Auf jeden Fall würde ich gerne wissen, wo euch die Episode gefallen hat. Wir werden auf jeden Fall noch so eine kleine TNT-Explosion nochmal machen. Dafür werde ich dann so eine extra Episode mit der Rose machen, wo wir dann so ein kleines Spiel draus machen werden. Ich schmeiß mir mal einfach alles da rein, dass wir in den nächsten Episoden mal ein paar andere Sachen noch erledigen können, die wir erledigt haben wollten. Das wäre einerseits noch dieses Notdings, das werde ich in der nächsten Episode machen. Die Rettungsstation mit den ganzen Items, da guck ich dann in die Folge, wo ich die Sachen rein, wo ihr die Sachen runter posten solltet, was da alles für Vorschläge kamen. Da werde ich dann auf jeden Fall mal gucken. Oh, das genügt nicht, komm. So. Und ja, auf jeden Fall schreibt mir, ob ihr irgendwelche Animes gesehen habt. Wie fandet ihr diese Idee, einfach mal mit TNT alles durchzuspringen? Und ich werde übrigens MC Edit nicht verwenden, um Spawner oder so zu suchen. Ich finde, sowas ist etwas anderes zu überprüfen, als halt sowas. Wir haben ja auch nach nicht Dschungeltempel, sondern als Pakt-Eisbioms gesucht. Das ist halt was ultra seltenes, aber Spawner sind halt überall. Und es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis man einfach einen Spawner findet. Und ich finde, sowas muss man dann nicht unbedingt suchen, nur damit man die Items letztlich erhält. So, deswegen, das war's dazu. Bedanke ich mich auf jeden Fall ganz fürs Zusehen. Ich habe den Link übrigens zum Programm in die Beschreibung gepackt. Damit könnt ihr sehr viel Spaß haben. Bedanke ich mich auf jeden Fall ganz fürs Zusehen. Schreibt mich auf jeden Fall nicht an wegen einem Tutorial zur MC Edit. Müsst ihr schon selber herausfinden. Bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und sage tschö, bis dann und Weizen.